Und wir machen weiter mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Pistorius schlägt neues Wehrdienstmodell vor. Der Bundesverteidigungsminister will nach ARD-Informationen die vor 13 Jahren ausgesetzte Erfassung von Wehrfähigen wieder aufbauen. Junge Männer und Frauen sollen in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst geben. Der Wehrdienst selbst bleibe jedoch freiwillig. EU droht China mit Strafzöllen für Elektroautos. Sollte es bis zum 4. Juli keine wirksame Lösung geben, könnten auf bestimmte Modelle Importzölle von bis zu 38% verhängt werden. Die EU-Kommission wirft China vor, mit Subventionen den Wettbewerb zu verzerren. Deutsche Autobauer befürchten nun einen Handelskrieg. Urteil für Mord an Reporter de Vries. In den Niederlanden sind die drei Hauptverdächtigen zu jeweils mehr als 26 Jahren Haft verurteilt worden. Der Investigativjournalist war vor 3 Jahren in Amsterdam erschossen worden. Laut Anklage steckte eine Drogenbande dahinter. De Vries war ein enger Vertrauter eines Kronzeugen. Terrororganisation Hamas antwortet auf Vorschlag für Waffenruhe. Der genaue Inhalt der Nachricht ist nicht bekannt. In einer Erklärung schrieb die Hamas jedoch, der Krieg müsse vollständig beendet werden und Israel seine Armee komplett zurückziehen. Von der US-Regierung hieß es, man prüfe die Antwort. Militäreinsatz der israelischen Armee im Westjordanland. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben im Dorf Qadan nahe Jenin mindestens 6 Menschen getötet. Das israelische Militär erklärte, es habe in dem Gebiet eine Antiterroraktion durchgeführt, bei der 4 Militante getötet worden seien. Und wir schauen auf die Wetteraussichten. Morgen wechselnde, im Norden auch starke Bewölkung. Dort sowie im Südosten Schauer. Sonst meist trocken. Vom Südwesten bis in den Osten längere sonnige Abschnitte. Bei Höchstwerten zwischen 14 und 23 Grad.